Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Spiel der Bietigheim Steelers gegen die Kölner Haie hier in der EG Trans Arena. In wenigen Minuten geht es los, doch vorab habe ich Max Renner, den Verteidiger der Steelers, hier zu Gast im Interview. Max, am Freitag knappe Niederlage in Augsburg, 2-1 verloren, 2 Wochen vorher mit 13 Mann 2-1 in Ingolstadt beim Tabellenzweiten gewonnen. Macht es einen großen Unterschied aus, ob man mit voller Kapelle spielen kann oder wenn man weiß, dass man nur ganz, ganz wenige Männer zur Verfügung hat? Erstmal Servus. Ja, ich denke, es macht einen Unterschied, aber es macht auch einen Unterschied für den Gegner, wenn der sieht beim Baumachen, oh, da fahren aber ziemlich wenige rum, dann geht man vielleicht im Kopf davon aus, dass er Selbstläufer. Ich denke, das war das größte Problem für Ingolstadt. Aber du spielst auch anders, ne? Du gehst keinen Weg zu weit, du konzentrierst dich sehr viel mehr auf die Defensive, weil du weißt, du hast nicht viele Spieler, du musst dir die Kraft einteilen für 60 Minuten. Und natürlich jetzt am Freitag, ich denke, das war sehr unglücklich. Ich denke, dass wir 5-5 das bessere Team waren. Dann fristet 2 Überzahltore, schießt selber keins in Überzahl. Ich denke, da wäre mehr drin gewesen, aber ja, so ist es halt jetzt. Jetzt kann man es auch nicht mehr ändern im Nachhinein. Du sprichst die Special Teams an. Anfang der Saison in Unterzahl wart ihr richtig stark in den Statistiken oben mit dabei. In den letzten Spielen, ja, frisst man relativ viele Unterzahltore. Auch mit einem Grund, dass man unten nicht rauskommt? Ja, ich denke schon immer. Letzte Saison war es Unterzahl auch schon Knackpunkt. Da war es Überzahl überragend. Oder mit überragend und Unterzahl schon schlecht. Jetzt fallen wir wieder ein bisschen in die Tendenz rein. Das Lustige ist, ich spiele selber Unterzahl. Ich kann mir jetzt da selber auch nicht rausnehmen. Ich denke aber, die anderen Überzahl schauen auch sehr viel Video über unsere Unterzahl und haben jetzt auch schon die eine oder andere Möglichkeit entdeckt, wie man es knacken kann. Aber wir müssen einfach zurück zu dem, was wir davor gemacht haben. Wir haben ja nichts umgestellt, geändert. Ich denke einfach dafür aber geradliniger und einfach jeder seinen Job zu 100% machen. Max, was stimmt dich optimistisch, dass man heute gegen Köln zu Hause die nächsten Punkte einfährt? Ja, ich denke, dass das schon auch wichtig ist, dass wir endlich wieder volle Kapelle haben und da aus dem Vollen schöpfen können und dann auch 60 Minuten Vollgas wieder geben können. Tut allen gut. Du kannst jeden Wechsel wieder 110% geben und musst nicht überlegen, gehe ich jetzt den einen Schritt, weil ich muss ihn einteilen. Aber um unten rauszukommen, musst du punkten und zu Hause müssen wir sowieso punkten und ich denke, da ist halt schon einiges drin. Alles klar, Max, vielen lieben Dank. Ja, auch heute wollen wir euch einen Paten des Warm-Up-Trikots vorstellen. Die Firma Hochstädter Touristik und Max Renner wollte es sich nicht nehmen lassen, sein eigenes Trikot selber vorzustellen. Genau, wie man sieht, entspricht es auch sehr meinen Farben, wo ich herkomme, mit den bayerischen Wappenfarben drin. Sie haben mir auch ein extra eigenes Wappen noch dazu gemacht, finde ich ziemlich cool. Und zwar Hochstädter Touristik bringt nicht nur uns seit Jahren schon sicher ans Ziel, sondern im Großraum Stuttgart kann jeder mit Hochstädter fahren, der irgendwie national, international, Omnibus, einen Bus, Doppeldecker einfach buchen will. Ganz einfach anrufen, fragen und dann bringt ihr euch überall sicher ans Ziel. Von dem her muss ich noch eins sagen, ihr habt das geilste Warm-Up-Trikot übrigens. Von dem her liebe Grüße an Hochstädter Touristik und vielen Dank dafür. Ja, ans Ziel. Hoffentlich ist euer Ziel heute ein Sieg. Gibt alles dafür. Ihr in der Halle auch. Viel Spaß. Gleich geht's los.